Blitzlichtgewitter im Kreishaus. Die Landratswahl im Landkreis Northeim wird allerdings erst in einer Stichwahl am 13. März entschieden. Keiner der drei Kandidaten, die sich nach Ende der Auszählung im Kreishaus trafen, erreichte heute mehr als 50% der Stimmen. In der Stichwahl werden die SPD-Kandidatin Astrid Klinkert-Kittel und der CDU-Kandidat Dr. Bernd von Garmisten gegeneinander antreten. Kreiswahlleiter Dr. Hartmut Heuer gab das Ergebnis bekannt. Auf Astrid Klinkert-Kittel entfielen 38,23%, Dr. Bernd von Garmisten erreichte 35,64%, Jörg Richard schaffte 26,13%. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 40%. Die einzelnen Zwischenergebnisse aus den 225 Wahlbereichen wurden auf einer Leinwand gezeigt und von den Beobachtern bewertet. Vertreter der verschiedenen Parteien verfolgten mit Spannung das durchaus knappe Ergebnis der Landratswahl im Landkreis Northeim, bei der jetzt eine Stichwahl entscheiden wird.